Wo auch immer die Monarchin auftauchte, einem Bad in der Menge, war sie selten abgeneigt. Schon gar nicht beim silbernen Thronjubiläum 1977. Nicht nur im Vereinigten Königreich fanden Paraden und Partys mit Volksfeststimmung statt, sondern in weiten Teilen des Commonwealth. Damals beehrten die 51-jährige Königin und Gatte Prinz Philipp unter anderem Australien, die Fidschi-Inseln, Papua-Neuguinea und Kanada. Innerhalb eines Jahres flog das Monarchenpaar 65.000 Kilometer. Das goldene Jubiläum fiel nach 50 Jahren auf dem Thron in das Jahr 2002, eine Zeit, in der die Monarchie sehr unbeliebt war. In den 90er Jahren musste das Königshaus drei royale Scheidungen verdauen, einen Brand auf Schloss Windsor und den Tod von Prinzessin Diana. Das diamantene Thronjubiläum 2012, mit dem die Königin ihre 60-jährige Regentschaft feierte, fand im selben Jahr statt, in dem London die Olympischen Spiele ausrichtete. Zu den Feierlichkeiten gehörten erneut Konzerte, Festumzüge und ein Dankgottesdienst.